haben wir auf der Stage die Bühnenveranstaltung Öffentliches Gestalten. Und hier wird was ganz Tolles gelauncht, und zwar das Handbuch für innovatives Arbeiten. Die ganze Veranstaltung, was das City Lab machen möchte, ist die öffentliche Verwaltung innovieren, da irgendwie Transformation reinbringen. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen haben sie in den letzten Monaten eine Art Standardwerk für Transformation der öffentlichen Verwaltung geschrieben. Und da geht es darum, dass das agile Arbeiten nicht nur ein Buzzword bleibt, sondern wirklich ins digitale Neuland, aus dem digitalen Neuland in die Verwaltung reingibt. Und dort hat Politics for Tomorrow zusammen mit dem City Lab ein Stück für dieses Arbeiten gemacht. Jetzt würde ich gerne mal unsere beiden Speaker einladen. Die kommen hier gleich. Wir sind nämlich an einem riesigen Fernsehstudio hier. Hätten wir Joshua Pacheco und Caroline Paulik-Thiel. Die kommen jetzt hier gleich auf die Bühne gelaufen. Jetzt kommen sie rüber. Ich erzähle noch gleich, wer sind die eigentlich? Wir haben einmal gleich Joshua Pacheco. Der ist Service Designer beim City Lab und beschäftigt sich mit Partizipation und Kollaboration für das öffentliche Interesse. Da läuft er auch ganz schön durchs Bild. In der Vergangenheit war er für Tech for Future und im Finanzsektor und ist tatsächlich der quasi Head Service Designer dieser hoffentlichen Bibel für die Verwaltung, für die Transformation der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben als zweite Speakerin Caroline Paulik-Thiel. Sie ist Direktorin des großartigen Politics for Future Next Learning e.V. Sie ist strategische Designerin für verantwortungsvolle Innovation. Seit 2015 leitet sie Politics for Tomorrow. Politics for Tomorrow sind parteiunabhängig und enablen von der Kommune bis zur höchsten politischen Bundesebene diese digitale Transformation tatsächlich umzusetzen. Guten Morgen, ihr beiden. Wie war euer Jahr? Jetzt schwenken wir einmal um, oder wir sehen uns beide. Genau. Guten Morgen, Joshua. Guten Morgen, Caroline. Guten Morgen. Euer Launch, wie geht's euch? Ihr habt es euch anders vorgestellt. Wie war euer Pre-Launch in der pandemischen Zeit? Also, ganz herzlich willkommen. Danke, Bianca, für diese gute Anmoderation. Natürlich, die letzten Wochen und Monate waren auch für uns ziemlich anstrengend. Joshua, wie war es für dich? Also, es war sehr intensiv auf jeden Fall. Wir haben mit viel Schweiß und schlaflosen Nächten, glaube ich, auch an diesem Buch gearbeitet. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich, dass wir das heute präsentieren können, dass ihr das Buch bald in den Händen haltet. Da liegt ein Dummy. Das ist nur ein Probedruck. Der richtige Druck ist in Arbeit. Und was wir heute machen möchten, ist Ihnen und euch ein Stück weit einen Einblick geben. Einmal natürlich in den Entstehungsprozess, wie ist das Buch entstanden, und andererseits in die Struktur und in die Anwendung. Ich kann nur sagen, seit 2015 hat sich sehr viel getan im Bereich Verwaltungsinnovation. Seitdem ist eigentlich erst, also wenn man sich vorstellt, in 5 Jahren, was sich da getan hat in diesem Bereich, wirklich im deutschsprachigen Raum angekommen. Wir haben das auch mit begleitet. Und dieses Buch ist ein Stück weit, eine Synthese eigentlich dieses Erfahrungswissens, was wir gemeinsam zusammengetragen haben, was wir mit Innovationslotsen und Lotsinnen in der öffentlichen Verwaltung über die letzten Jahre erlebt haben. Die letzten Wochen haben natürlich gezeigt, dass diese Entwicklung und auch das, was jetzt im Grußwort schon gesagt wurde, extrem schnell vorangeschritten sind. Und wenn wir natürlich in einer Zeit, wo öffentliche Verwaltung sich als sehr gute Krisenmanagerin aufgestellt hat, im nächsten Schritt darüber nachdenken müssen, wie wir eigentlich Adaptivität erzeugen, also wie wir uns persönlich verändern können, wie wir aber auch unsere öffentlichen Organisationen so verändern, dass sie zu lernenden Organisationen werden. Innovationsprozesse per se, deswegen haben wir dieses Buch geschrieben, beinhalten eben Techniken und Grundlagen, wie diese Adaptivität, das Experimentieren, das Ausprobieren, sich irgendwie auch in eine Ungewissheit zu begeben, strukturiert und ergebnisorientiert, ergebnisoffen, aber trotzdem natürlich mit jedem Schritt irgendwie die Sichtweise auf das, was man gemeinsam besser schaffen kann als alleine. Deswegen, die Zukunft der öffentlichen Verwaltung entsteht jetzt, und wir freuen uns sehr, dass genau zu diesem Moment das Buch jetzt erscheint und eben genau diese Zeit auch nach der Krise und in der zukünftigen Entwicklung mitgestalten kann. Wie schon gesagt, ich bin Direktorin von Politics for Tomorrow,
Joshua ist Service Designer hier in Berlin, aber das Ganze wäre nicht möglich gewesen mit einem tollen Team, dem wir hier auch danken möchten. Und ganz besonders Henrike Ahlt, die heute nicht dabei sein kann, die wirklich diesen Blick aus der Verwaltung in das ganze Buch mit reingebracht hat. Und deswegen sehen wir das Ganze auch als ein, wie soll ich sagen, erstmalige, einzigartige Chance, hier im deutschsprachigen Raum was anzubieten, was in dieser Form noch nicht existiert. Natürlich geht es jetzt irgendwie um Sie und um euch. Und wir wissen ganz genau, dass es unterschiedliche Eingänge und natürlich irgendwie auch Ansätze gibt, um sich so einem Praxiswissen zu nähern. Deswegen haben wir eine kurze Umfrage aufgesetzt und wollen wissen, als welcher Typ verstehen oder versteht ihr euch? Seid ihr eher irgendwie an dem Punkt, wo ihr sagt, ja, wir möchten mal was Neues ausprobieren? Seid ihr eher dabei, dass ihr schon sagt, ja, ich habe schon einiges erlebt im Bereich öffentliche Innovation, ich möchte gern Erlebtes reflektieren und ein Stück weit auch vertiefen? Oder wollt ihr jetzt auch ein Innovationsvorhaben konkretisieren, indem ihr wirklich professionell einen Prozess aufsetzt und längerfristig euch mit einem größeren Vorhaben beschäftigt? Ihr solltet jetzt eine Umfrage sehen. Bitte klickt doch da kurz rein und lasst uns wissen, wer im Raum ist und vielleicht auch, wie ihr an innovativen Vorhaben im öffentlichen Bereich interessiert seid. Vielleicht, während wir auf die Antworten warten, können wir kurz erzählen, wer wir dachten, für wen dieses Buch ist. Dieses Buch haben wir geschrieben für all diejenigen, die direkt loslegen möchten, die mit ihrer Arbeit mehr bewirken möchten. Wir haben dieses Buch so geschrieben, dass es für alle nutzbar ist, die sich einfach und strukturiert die Grundlagen von innovativen Arbeiten aneignen möchten oder öffentliche Innovation sachlich und fundiert gestalten möchten. Genau. Und natürlich gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir haben auch gemerkt über die Jahre hinweg, dass natürlich im Bereich strategisches Design, Service Design, öffentliches Gestalten sich ganz unterschiedliche Prozessmodelle ein Stück weit auftun von Suchbewegungen, die wirklich vielleicht auch dann stellenweise Zufallsfunde sind, bis hin zu dem Moment, wo man versteht, ah ja, ganz klar, also der Problemraum und der Lösungsraum, das sind unterschiedliche Bereiche, die wirklich miteinander zusammenhängen, bis hin zu einem Punkt, wo man vielleicht auch versteht, innerhalb von diesen einzelnen Bereichen, Problem- und Lösungsbereichen, gibt es unterschiedliche Phasen, die ganz klar voneinander abgetrennt sind und miteinander zu tun haben. Und wir haben aufbauend auf diesem, wie soll ich sagen, auf der Designforschung und auf diesem Gestaltungswissen hier für dieses Handbuch, für Sie und für euch einen Prozess speziell entworfen, der es einfach macht, sich diesen, wie soll ich sagen, auch komplexen Strukturen und komplexen, Entwicklungsschritten einfach zu nähern und selbst sozusagen direkt einzusteigen. Zwei Aspekte, vielleicht kennen Sie das auch, sind dabei besonders wichtig, nämlich einmal der erforschende Teil, also wir sagen auch ein Stück weit Raute auf, das, wo man in die Welt schaut, wo man viele Informationen sammelt, wo man vielleicht auch Widersprüche erkundet, Annahmen hinterfragt und rausgeht in der Welt, sich anderen Situationen stellt, der Welt begegnet und dann aber auch wieder dieser Aspekt, wo man sich fokussiert, Raute zu, Informationen strukturiert, Muster erkennt, Essenzen herausarbeitet und irgendwie auch Entscheidungen trifft. Also diese, sage ich mal, einfachen Prinzipien, öffnende und schließende Aspekte, die methodisch unterlegt sind, kann man innerhalb von 5 Minuten in einem kurzen Gespräch erkunden oder über 5 Monate hinweg in mehreren Prozessschritten erfahren. Genau das, sage ich mal, diese einfachen Prinzipien haben wir uns auch zu eigen gemacht. Und das, was wir im Buch vorschlagen, nämlich das Experimentieren, Testen, Ausprobieren, haben wir natürlich auch selber getan. Vielen Dank hier an dieser Stelle auch an alle Testerinnen und Tester, die sich im Verlaufe der Buchentwicklung bereit erklärt haben, uns unglaublich wertvolles Feedback zu geben. Wir haben einen Workshop und mehrere Phasen gehabt, wo wir Abgleich gesucht haben, um eben etwas zu produzieren, was wirklich verständlich und einsatzbereit ist. Hier ist nun der Prozess, der sieht relativ linear aus, ist aber natürlich sehr anpassbar und auch iterativ gedacht.
ihr seht, Sie sehen, das sind 6 Phasen, in die wir den Prozess unterteilt haben. Einmal natürlich den Meilenstein des Vorbereitens und irgendwie den Aspekt, wo man wirklich diesen Prozess gut aufsetzt. Das ist wirklich besonders, weil selten wird darauf extrem detailliert eingegangen. Wir haben uns hier die Mühe gemacht, wirklich die Sachen so zu beschreiben, dass eben auch Mitarbeiterinnen, Vorgesetzte, Kolleginnen miteinander diesen Prozess aufsetzen können und eigentlich von Anfang an wirklich auf einem Level loslegen. Dann 2 Kapitel, die sich wirklich eher dem Problembereich nähern, nämlich einmal das Kapitel Erkunden und das Kapitel Erkennen und dann 2 Kapitel, die sich dem Lösungsbereich widmen mit Entwerfen und Erproben und ein Abschluss, der nochmal Überblickswissen auch natürlich theoretisch fundiert bietet im Kapitel Navigieren, wo wir versucht haben, was ist denn eigentlich, wenn so ein Prozess verendet ist, wenn man wirklich eine gute Lösung hat, die man skalieren möchte, wie geht es dann eigentlich weiter? Joshua, was steckt in diesem Buch drin? Also was haben wir mit diesem Prozess gemacht? Wie geht es da weiter? Genau, wir haben ja eine ganze Weile gefeilt an diesem, an der Struktur von diesem Handbuch, um es so möglich zu machen oder nutzbar zu machen für all diejenigen, die diesen Innovationsprozess eigenständig durchführen möchten. Und diese Struktur, den Aufbau vom Buch, werden wir jetzt anhand von ein paar Beispielen aus unserem ersten Kapitel, aus dem Vorbereitungskapitel erklären. Die Kapitel, diese 6 Phasen, sind alle gleich aufgebaut. Sie beginnen mit einer Einführung in die Prozessphase, in der wir so ein bisschen Orientierung geben darüber, wo befinden wir uns im Moment im Prozess, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer sind die Beteiligten und wie gehen wir vor und was gibt es dabei zu beachten. Wir steigen dann immer jeweils auf der nächsten Seite noch detaillierter ein in die Phase, zeigen auf, was genau ist das Ziel, das wir erreichen möchten, durch die Arbeit in der Phase und unterteilen auch jede Phase nochmal in 5 Etappen. Die Etappen sind quasi als Zwischenziele zu verstehen und wir versehen sie hier auch an der Stelle schon mit den Methoden, die genutzt werden können, um diese Zwischenziele zu erreichen. Jede Etappe ist auch wieder ähnlich aufgebaut, ähnlich strukturiert. Sie beginnt wieder mit theoretischem Hintergrundwissen und steigt dann direkt ein ins praktische Anwenden. Das ist sozusagen der Kern des Handbuchs, besteht aus über 50 interaktiven Methoden, die auch alle aus 2 Doppelseiten bestehen. Hier sieht man die erste Doppelseite. Auf der linken Seite von dieser Methode Prozessverlauf beschreiben wir, was und wofür die Methode genutzt werden kann, in welchem Kontext sie darüber hinaus schon verwendet wird oder verwendet werden kann. Wir beschreiben auch, das ist wichtig, welchen Mehrwert die Anwendung von der Methode bringt und mit welchen Ergebnissen gerechnet werden kann. Und listen dann eben auch auf, wie viel Zeit sollte man einrechnen, um die Methode zu bearbeiten, welche Materialien werden benötigt und auch wie viele Personen nehmen idealerweise teil an der Bearbeitung. Auf der rechten Seite von der Doppelseite beschreiben wir dann ganz detailliert, Schritt für Schritt, das Vorgehen dieser Methode. Und wir haben darauf geachtet, dass es wirklich so nutzbar ist, auch für AnfängerInnen, die das zum ersten Mal durchlaufen. Das ist aber noch nicht alles, oder? Das ist nicht alles, weil wir natürlich im sozusagen Inneren dieser Methodenkarte oder dieser Methodenbeschreibung befindet sich eine Vorlage, die ihr, die Sie direkt anwenden könnt und wo es wirklich darum geht, zu zeigen, mit dem Vorgehen und vielleicht auch dem Kontextwissen, was geliefert wurde, wie kann man direkt loslegen? Und diese Vorlage kann digital genutzt werden, irgendwie einfach in ein Board eingebettet werden, aber sie kann zum Beispiel einfach auch übertragen werden auf einen Flipchart und bietet sozusagen die Grundstruktur, um direkt ins Arbeiten einzusteigen und das Ganze auch in der Praxis, im eigenen Alltag direkt anwenden zu können. Genau, also tatsächlich ist sozusagen die Vielfältigkeit dieser Methoden ganz spannend. Auch ist es in vielerlei Hinsicht anwendbar in der Verwaltung. Und nachdem sozusagen diese Methoden, die 5 Etappen jeder Phase durchlaufen sind, enden wir das Kapitel mit der Möglichkeit, die Resultate der Arbeit noch einmal zu versammeln, die Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. Einmal, um sie schneller auffindbar zu machen, aber zum Beispiel auch, um sie Führungskräften oder MitarbeiterInnen schneller oder einfacher präsentieren zu können und so Unterstützung für das eigene Vorhaben zu finden. Ganz am Ende jedes Kapitels
gibt es noch einmal die Möglichkeit für die LeserInnen, sich selbst und den Prozess zu reflektieren, vielleicht auch zu gucken, wie hat sich meine Perspektive auf die Herausforderung, auf das Problem verändert durch die Arbeit. Und wir weisen auch nochmal darauf hin, dass es eben ganz wichtig ist, auch zu feiern, wenn man zu Arbeitsergebnissen gekommen ist, die teilweise auch wirklich schwierig zu erreichen sind. Und in den Fällen, wo sozusagen das auch teilweise vielleicht festhängt oder doch hakt, fangen wir das hier nochmal ab, fassen zusammen, was eigentlich die Ergebnisse gewesen sein können. Und wenn es sozusagen nicht geklappt hat, was könnte man tun, um doch dahin zu gelangen? Und jetzt übergebe ich zurück an Caroline, die uns erzählt, welche Prinzipien der Arbeit im Buch eigentlich zugrunde liegen. Genau, also vielleicht nochmal zu diesem Punkt der Reflexion. Wir sehen auch im Vergleich oder im Austausch mit unseren internationalen Kollegen und Kolleginnen, die wirklich in Regierungslaboren arbeiten und die in Netzwerken auch organisiert sind, dass genau dieser Punkt extrem wichtig ist, um Lernprozesse nicht nur persönlich, sondern auch in der Organisation anzustoßen. Und meistens fehlt eben die Zeit, wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert? Wie ist es uns ergangen? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und mit diesen, sage ich mal, Kapitelabschlüssen möchten wir Sie und möchten wir euch unterstützen, das ein Stück weit strukturiert und vielleicht irgendwie auch als neue Routine mit einzubinden, so dass wirklich dieses agile Arbeiten irgendwann ein Selbstläufer wird und ganz klar ist, wenn man eine anstrengende oder intensive Zeit gehabt hat, dass man sich zusammentut und sagt, was ist eigentlich hier passiert und was können wir als nächstes tun? Genau diesen Aspekt möchten wir später auch mit euch nochmal vertiefen im Workshop. Aber jetzt, bevor ich zu den Prinzipien übergehe, möchte ich irgendwie euch natürlich auch die Möglichkeit geben, stellt eure Fragen im Chat. Lassen Sie uns wissen, wo es irgendwie vielleicht, wo wir ein bisschen zu schnell gewesen sind, wo wir vielleicht auch nochmal Stellen offen gelassen haben. Uns interessiert es. Das Buch ist für Sie geschrieben. Wir möchten Sie eigentlich heute einladen zu dieser Version 1.0, sich die anzuschauen, damit loszulegen und natürlich auch gemeinsam das, was bisher da ist, was sehr viele Seiten sind, aber nicht zu viele, anzupassen möglicherweise und auch Vorschläge zu machen, wie man das am besten im eigenen Kontext noch besser formulieren, einfacher umsetzen und für weitere Kollegen und Kolleginnen zugänglich machen kann. Also nutzen Sie den Chat, nutzt den Chat und stellt uns Fragen, die wir auch am Ende dieser Session kurz noch behandeln können. So, natürlich das, was wir hier vorgestellt haben, ist eine Struktur und diese Struktur, weil wir systemisch arbeiten und systemisch denken, beruht auf Prinzipien, beruht auf Haltungen, die grundlegend sind, um öffentliches Gestalten verantwortungsvoll und wertebasiert zu treiben und da natürlich auch zu schauen, also wie gestalten wir eine Zukunft, die lebenswert ist und die aber auch so, eine Offenheit für weitere Generationen hat und auf der anderen Seite auch mit Verteilungen möglicherweise anders umgeht, als wir das heute tun, dass wir jetzt schon Prinzipien andenken, die eben diesen Gestaltungsprozessen zugrunde liegen. Für uns, wir haben das einfach mal zusammengefasst, basierend auch auf den Prinzipien der Good Governance, sind das 6 Aspekte, die in Richtung Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation wirken. Einmal ist es ganz wichtig, dass die Wirkungsorientierung allem zugrunde liegt. Natürlich sind Ergebnisse und sichtbare, schnelle Resultate immer irgendwie eine gute Sache, aber letztendlich interessiert uns auch hier, was ist langfristig eine Wirkung, was ist langfristig ein Ergebnis, mit dem wir unser heutiges Handeln eigentlich ausrichten können. Wie haben wir da Evidenzen? Also auf welchen Daten, Grundlagen, aber vielleicht irgendwie auch Dinge, die man gar nicht so gut quantitativ messen kann, sondern die eher qualitativ sind. Welche Evidenzen haben wir, um heute Entscheidungen zu treffen, die auch in der Zukunft tragfähig sind? Wie können wir designgeleitet, also genau mit diesen Prozessen öffnenden und schließenden Strukturen wirklich erforschendes und agiles Arbeiten unterstützen, wo Menschen natürlich im Zentrum stehen und wir meinen hier auch Menschzentriertheit als etwas, wo menschliche Aktivität unseren Planeten, unsere Umwelt einfach maßgeblich beeinflusst.
Wichtig ist natürlich dabei, multiperspektivisch vorzugehen, dass wir auch vor allem benachteiligte Gruppen in diese Entscheidungsprozesse, die die Zukunft betreffen, mit einbeziehen und dass wir ko-kreativ, das bedeutet, gemeinsam wirklich unsere Kreativität und die alten Denkautobahnen ein Stück weit verlassend an Ideen arbeiten, die wir vielleicht bisher noch nicht erlebt haben, die nicht irgendwie in unserem bisherigen Erfahrungsspektrum vorhanden sind, dass wir da uns selber Möglichkeiten geben, neue Räume zu betreten und was auszuprobieren, was wirklich vielleicht out of the box oder irgendwie bisher nicht in unserem Denkrahmen vorhanden ist. Das sind für uns Grundsätze für zukunftsfähiges Verwaltungshandeln und für öffentliches Gestalten. Und dann geht es noch natürlich darum, wie kann ich jetzt eigentlich das Handbuch nutzen, Joshua? Also genau, ich glaube, um das Ganze zusammenzufassen, es ist ein direkter Start ins innovative Arbeiten. Wir haben dieses Buch so strukturiert und aufgebaut, dass es wirklich möglich ist, direkt und ohne Vorkenntnisse einsteigen zu können in den Innovationsprozess. Wir haben dieses Buch so gestaltet, dass es den Weg begleitet auf der Reise zur Innovation. Wir haben diese umfangreiche, vielfältige, interaktive Methodensammlung. Und das Ganze ist so strukturiert und aufgebaut, dass es wie ein Baukasten, wie ein Methodenkasten funktioniert, der einlädt dazu, das Ganze selber zu machen. Also Methoden mal auszulassen, zu überspringen, anzupassen. Wir haben diese flexible Struktur extra gewählt, damit ihr das sozusagen selber für euch anpassen könnt. Darüber hinaus, über dieses Buch hinaus, möchten wir euch unterstützen. Das kann zum Beispiel sein, wenn es an manchen Stellen im Buch irgendwie doch nicht so funktioniert wie gedacht oder wie man feststeckt, bieten wir an, einzelne Methoden, Etappen oder Phasen aus dem Buch durch Workshop-Moderation zu unterstützen. Wir bieten auch an, den gesamten Prozess zu begleiten oder zu beraten. Die Autorinnen bieten auch an, Fachvorträge zu den Buchinhalten zu geben, zum Beispiel, wenn es intern Fragen zum Buch gibt, auf Führungsebene oder auch bei den MitarbeiterInnen. Und natürlich wollen wir, dass die Methoden sich so weit wie möglich in die Verwaltung verbreiten. Das heißt, wir werden begeistert, auch sozusagen diese Methoden auch zu vermitteln, beizubringen, sodass auch die Verwaltung und die als Beschäftigte dort die Methoden auch gegenseitig weiterbringen und nutzen können. Und zum Schluss bieten wir auch an Netzwerkveranstaltungen von Innovationslotsen oder TreiberInnen zu organisieren und mit zu unterstützen. Und am Ende haben wir nochmal die Aufforderung, falls sozusagen es in diesem Angebot von Buch und diesen zusätzlichen Unterstützungen nicht ausreicht, schreiben Sie in den Chat, welche Unterstützung Sie über das Buch hinaus noch gebrauchen könnten. Und genau, ich weiß nicht. Chat ist doch ein gutes Stichwort, ja. Oder? Chat, Bianca? Ist ein super Stichwort. Die Fragen sind noch sehr, wir haben zum Glück ein paar Fragen vorbereitet, weil die Fragen noch schüchtern sind. Aber es gab eine Anmerkung von Thomas Hess, der hat gesagt, die Berliner Verwaltung hat eine zentrale Fortbildungseinrichtung, und zwar die Verwaltungsakademie Berlin VAK. Und er findet es so toll, was ihr da vorgestellt habt, dass er sich wünschen würde, dass das Teil der Fortbildungsakademie werden würde. Das gebe ich jetzt mal hier so ins Universum rein. Die Fragen, die man sich sonst stellen könnte in der Verwaltung, jetzt vielleicht außerhalb von Berlin, sind sowas wie, braucht man denn eine Vorerfahrung, braucht man ein Zertifikat, gibt es irgendwie eine Eintrittsbarriere, die man für diesen Prozess braucht, hat? Im Grunde nicht. Also es wird auf jeden Fall keine Zertifizierung benötigt. Wir möchten, dass dieses Buch von jedem genutzt wird, der neugierig ist, motiviert ist, Veränderungen in der Verwaltung bewirken möchte. Es ist genau so gedacht, dass es wirklich für diese Typen, die wir vorher auch vorgestellt haben, dass es eigentlich für Menschen geschrieben ist, auf unterschiedlichen Motivationsleveln mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, und dass es uns super wichtig war, dass eben nicht in den alten Hierarchien gedacht wird, ich muss von oben irgendwie etwas anordnen, was dann nach unten weitergegeben wird. Nein, wir leben in einer Zeit, wo wir alle gefragt sind, wo unser Potenzial jeder und jedes Einzelnen wichtig ist, um wirklich hier gemeinsam eine Zukunft zu gestalten. Und egal in welcher Hierarchiestufe ich mich befinde, möchten wir Personen auffordern, sich genau dieser Motivation, vielleicht auch irgendwie dem Mut zu stellen, da loslegen zu können
und auch weitere Kolleginnen und Vorgesetzte, also unterschiedliche Ebenen zu aktivieren, genau in dieses neue Handeln, in dieses neue Tun zu kommen. Super, jetzt regnen hier schöne Fragen rein. Ich lese einfach mal vor. Und zwar David Freudenthal fragt, haben Sie den Innovationsprozess in der Verwaltung vorab getestet? Wenn ja, wie waren da die Erfahrungen? Was gab es für ein Learning bei einem Testen? Genau, also dieses Buch an euch alle auch ist geschrieben aus der Praxiserfahrung heraus. Dieser Prozess, der hier sozusagen verschriftlicht wurde, ist eine umfangreiche Erfahrung der letzten 5 Jahre, wo wir Prozesse in unterschiedlichen Verwaltungen, Bund, Land, Kommune begleitet haben, methodisch unterlegt, Personen ausgebildet, innerhalb, sage ich mal, unterschiedlichen Ebenen, Einzelpersonen ganz bewusst weitergebildet haben, um Prozesse selber anzuschieben, aber auch längerfristige Prozesse zu begleiten. Also alles, was ihr in diesem Buch findet, ist Praxiswissen, das verschriftlicht wurde und das sozusagen auch international sich messen lässt, weil wir sehr stark im Austausch mit internationalen Innovationslaboren im öffentlichen Bereich sind und da seit vielen Jahren auch im Bereich der Forschung, der angewandten Forschung im Austausch stehen. Dem ist vielleicht auch noch hinzuzufügen, dass wir tatsächlich auch im Team selber auch Verwaltungserfahrungen mit inklusive hatten sozusagen. Wir in dem Buchteam hatten wir Unterstützung aus der Verwaltung direkt und haben auch an einer Stelle diesen Prozess getestet mit einer größeren Gruppe von Verwaltungsbeschäftigten. Super, ich hab noch 2 Fragen für euch. Und zwar schreibt Nicole Kengel, die größte Herausforderung scheint ja darin zu bestehen, dass man offen für diese Art des Arbeitens ist. Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr irgendwie Tipps, dass man die Leute aus den bisherigen starren Strukturen rauskriegt und begeistern kann für sowas? Wie macht ihr das? Also schön, dass ihr heute hier seid, ist der erste Schritt. Und es gibt unglaublich viele Einzelpersonen, die jetzt schon dran sind. Wir haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mittlerweile ein belastbares Netzwerk an unterschiedlichsten Personen in unterschiedlichsten Behörden, die motiviert sind, die bereit sind, die professionell loslegen möchten, schon losgelegt haben und auch andere Menschen mitnehmen. Insofern, es geht, glaube ich, meines Erachtens darum, diese Offenheit und auch den Moment der letzten Monate aktiv zu nutzen, um jetzt nicht alte Prozesse zu digitalisieren, sondern dieses neue, adaptive, kooperative Arbeiten in Regelstrukturen zu überführen. Und da sind wir alle gefragt. Wir sind bereit. Seid mutig. Lasst uns loslegen. Ich würde auch hier, nochmal ganz kurz ergänzen. Tatsächlich ist ja das auch so ein bisschen die Ausgangsfrage von dem Buch. Also wie kann ich das überhaupt bewegen? Wie kann ich Innovationsprozesse in der Verwaltung überhaupt antreiben? Und das ist genau die Stelle, wo wir eigentlich sozusagen die Beschäftigten abholen und durch diesen Prozess führen. Wir gehen jetzt hier iteratives Vorgehen, total schnelle Fragen, schnelle Antworten und wir im Zeitplan bleiben, weil jetzt regnen richtig tolle Fragen rein. Also Alexandra Evdokimova fragt, erstmal freut sie sich über das Buch, also alle scheinen das Buch zu mögen. Die Frage ist, wie wichtig ist eurer Meinung die Stakeholder-Analyse in der öffentlichen Verwaltung, für die Planung und dann Implementierung so eines Innovationsprozesses? Sehr wichtig, dafür gibt es mehrere Methoden. Schaut es euch an. Wir haben versucht, genau diese Aspekte von Betroffenen und Verantwortlichen auch mit einzunehmen, so dass wir vor allem auch benachteiligte Gruppen in diesen Stakeholder-Analysen stärker abbilden und uns über diese Blasen der Experten ein Stück weit hinaus bewegen. Dann eine kurze Frage. Wird es im Buchhandel erscheinen oder bleibt es online? Das ist eine gute Überleitung. Also tatsächlich ist es so, dass dieses Buch ab sofort zum Download zur Verfügung steht als PDF. Wir arbeiten sozusagen unter Hochdruck oder die Druckerei arbeitet unter Hochdruck daran, dieses Buch auch physisch zur Verfügung zu stellen. Es wird noch ein ganz kleines bisschen dauern. Im Juli wird es soweit sein. Es wird nicht im Buchhandel erscheinen, nein. Es wird verfügbar sein hier über das CityLab oder über Politics for Tomorrow. Ihr findet die E-Mail-Adressen auf der Webseite, die ihr jetzt hier gerade seht. Und genau, schreibt uns oder ladet das Buch runter. Wir freuen uns in jedem Fall darüber, wenn wir von euch hören, wenn wir erfahren, wie ist es gelaufen, wie funktioniert das Buch für euch, habt ihr Fragen dazu. Wir sind offen für alle Fragen und Antworten. Alles ist lizenziert unter Creative Commons. Alles ist großzügig zur Verfügung. Ihr könnt es sofort
ohne einen Pfennig anwenden, nutzen, Cent, hey. uns ist es extrem wichtig gewesen, dass wir natürlich unser Wissen zur Verfügung stellen und dass ihr es aber auch weitergebt, dass ihr es anfügt, dass ihr damit sozusagen wirklich etwas bewegen könnt und wir uns jetzt nicht gegenseitig davon abhalten, wer was an Geld oder Bestellung irgendwie braucht. Also es ist da, legt los, es ist für alle zur Verfügung. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Wer jetzt noch nicht genug hat, aber wir haben jetzt auch Fragen reinbekommen. Die beiden sind gleich nochmal in der Session dabei. Ach ja. Das heißt, wir haben jetzt noch eine interaktive Session, wo man noch tiefer reingehen kann ins Thema.